damit hola amigos und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, welches ich angekündigt hatte. Und das heißt Madagaskar. Und ja, das ist ein uraltes Spiel und da kam gerade so Windows XP gerade raus. Und um ehrlich zu sein, wo ist die Maus? Ach, die Maus ist noch gar nicht da. Ich krieg das Bild auch nicht besser hin, das ist einfach so quadratisch. Aber ist ja auch nicht allzu schlimm. Und wir drücken jetzt eine beliebige Taste. Ich nehme mal die Enter-Taste. Und Madagaskar speichert automatisch, wenn das folgende Symbol erscheint, wird das Spiel gespeichert. Okay, also dieser Pinguin. Okay, gut. Also wir könnten theoretisch wieder laden, weil ich, ja, theoretisch. Ich kenne das Spiel schon. Ich habe es schon mal, ich glaube, sogar durchgespielt. Aber es war sehr lange her. Ich war da noch ein kleines Kind. Und deswegen weiß ich nur noch, dass es ein wirklich cooles Spiel war und ja, dass ich denke, das ist auch mal ganz interessant zu Let's Playen. Und ja, deswegen starten wir einfach mal ein neues Spiel. Genau hier, Martys Flucht. Ja, ich habe schon ein bisschen ausprobiert und so weiter. Und wir nehmen einfach mal den zweiten Leerspeicherstand, meine ich, nicht Leerstand, Speicherstand. Und speichern war erfolgreich. Ja. Nichts speichern. Gut, der König von New York, der Löwe. DreamWorks Animation Escape. Oh Mann! Der riecht komisch. Ah, der Zoo. Mitten im schönen New York City. Seht mal, wie glücklich hier alle sind. Wer würde so einen Ort nicht lieben? Also, wenn ich ehrlich bin, ich. Das Essen, die Balance, die Tiere. Das mag alles nett sein, wenn man ein kleines Kind ist. Aber ich weiß nicht, ob ich hierhin gehöre. Heute ist mein 10. Geburtstag. Es muss einfach mehr als das hier geben. Vielleicht finde ich das genau heute heraus. Sammle 3 Powerkarten. Okay, gut, jetzt sind wir im Spiel. Wir schalten so und sonst können wir noch nichts machen. Okay, gut, also das sind hier so Powerkarten. Hey, cool! Powerkarten! Wenn ich genug davon habe, beherrsche ich bestimmt neue Sachen. Tada. Und jetzt mache ich nichts mehr. Ich liebe das Laufband! Was tut man nicht alles? Nein. Okay, genug geschwitzt. Wir können aufhören. Ja, theoretisch genug geschwitzt. Ah, die Taste ist. Sorry, ich muss kurz nochmal ausprobieren. Das ist die. Darf ja. Ich mal streichen? Sieht aber nicht, so, oh Gott. Gut, Tasten etwa dran gewöhnt. Gut, dann. Das ist lustig. Das ist lustig. Ah, so springt man. Ah, okay. Wow, jetzt haben wir schon 2 und da ist auch schon die 3. Jetzt kriegen wir eine neue Fake. Durch diese Powerkarte. Tritt mit. Was auch immer das. Tritt gegen diese Tore. Drück einfach Angriff, dann geben sie schnell nach. Ach du meine Güte. Sammle Münzen, um im Souvenirshop Gegenstände zu kaufen. Silbermünzen haben einen Wert von 1, Goldmünzen von 5. Fortsetzen. Gut, hier sonst noch irgendwas? Nein, also können wir hier nicht. Weg da. Gut. Ja, Sektor Süd. Vielleicht. Wenn ich genug Balance zerplatzen lasse, habe ich diese lustige Stimme. Das war ein Ballon. Also,
was gibt's da? Hey, Alex! Genau der Löwe, den ich brauche. Marty, ich habe an deinen Geburtstag gedacht, okay? Du musst mir nicht schmeicheln. Ich mein's ernst, Mann. Es ist schön, dich zu sehen. Okay, erwischt. Ich habe etwas für dich, aber bei den ganzen Proben bin ich nicht dazu gekommen, es einzupacken. 4 Shows am Tag. 4-mal in die Rolle finden. Das strengt an. Ja, 4 am Tag. Und bei allem Respekt vor dem, was du machst und deinem ganzen Laufbahnkram, ist es nicht gerade einfach, mich nach jeder Vorführung wieder neu zu erfinden. Aber im Ernst, Mann, du bist jetzt 10. Das wird man nur einmal. So, wollen wir jetzt nochmal deine Show durchgehen? Eine gute Idee. Mit Publikum fällt es mir leichter, mein Ski zu aktivieren. Bleib einfach ganz ruhig stehen. Perfekt, Marty. Vollkommen gut. Danke. Drück Sprung, damit du... Ich glaube, jetzt haben wir das mit dem Springen raus, Evil Knievel. Okay, dann spring. Finde 3 Powerkarten, damit wir weiterkommen. Okay. Gut, also so springt man halt auch. Brüllt. Angriff ist hier brüllen und nicht reden wie bei dem. Im Souvenirladen bekommen Sie alle Stoffgiraffen zum halben Preis. Aber das scheiße. Ihr bekommt heute eine echte Show zu sehen, Leute! Okay, jetzt nochmal eben da drauf. Du musst die 3 Powerkarten finden. Weiß ich. Und mit der Kamera. Für ein Show. Und vergessen Sie nicht, den Souvenirladen vorbeizuschauen. Weil wenn ich den so unterbreche oder wenn der verlaufen. Ah, naja, jetzt haben wir eine neue Fähigkeit. Doppelsprungkreis. Okay, fort. Jetzt solltest du ein bisschen Luft schnappen können. Am höchsten Punkt deines Sprungs drück wieder Sprung, damit du mit einem Salto noch höher kommst. Zeig uns, wie du durch die Regenbogenringe springst. Die Leute sind verrückt danach. Hallo, willst du mir singen? Okay, bitte Steuerung. An die Steuerung. Was soll ich sagen? Diese Leute erkennen Talent, wenn sie es sehen. Okay. Ja, die Leute sind ja halt hier. Oh! Sag mal. Solltest du hoch, nicht runter. Im Souvenirladen bekommen Sie alle Stoffgiraffen zum halben Preis. Greifen Sie zu! Alter, alle Stoffgiraffen. Sieh mal einer an. Da ist dieser verweichlichte Löwe. Zeigen wir ihm, wer New York wirklich regiert. Hat jemand Dressing bestellt? Nein. Deine Show kann nicht steigen, solange diese Tauben Ärger machen. Drück Angriff und verjag sie mit deinem Brüllen. Okay, dann. Der Scheiße, das ist voll lustig. Springen durch die. Ah, da war doch gerade ein. Mein Hund ist besser als du. Oh, hier nochmal durch. Oh. Okay, kann man das nicht? Nein, kann man nicht. Naja. Sehr schön. Jetzt zeig ihnen, wer der König ist. Rauf auf dein Podest und nimm königliche Haltung ein. Na dann, da war ich schon drauf, egal. Ach, die Dreckstauben. Da sieht man sogar noch meine Fußspuren. Ja. Dann mal hier. Die Menge kann gar nicht genug bekommen. Geht und ärgert jemand anderes. Du bist immer noch der König. Lass dir von diesen Flugratten nichts einreden. Sieht aus, als hätte ich hier nichts mehr zu tun. Vielleicht solltest du Gloria besuchen. Du siehst aus, als könntest du Trost brauchen. Niemand kann ein Zebra so trösten wie ein Nilpferd, oder? Bis heute Abend dann auf der Geburtstagsfeier. Und jetzt entschuldige mich bitte. Okay, jetzt sind wir wieder leer. Jetzt speichert es wieder, weil der Pinguin da... Der Pinguin da kam und... ja, das ist leer. Sicherheit wird hier groß geschrieben. Rumschleichen gibt's nicht.
Vielleicht kann Merman mich aufheitern. Egal wie schlecht alles ist, bei ihm läuft immer alles irgendwie noch schlimmer. Wohl wahr. Wohl wahr. Marty, was ist los? Ist es ansteckend? Was los ist? Naja, ich fühle mich nur ein bisschen... Oh, mir geht es gut. Da sind nur wie immer diese Bakterien. Oh, und dann die Mikroben. Ach so, und außerdem warte ich auf meine Medizin und das schon seit geschlagenen 38 Minuten. Ah. Oh, Marty, es geht alles zu Ende. Wie hältst du das nur aus? Alles klar. Wir sehen uns später, Merman. Gut, ja. Merman rennt hier jetzt im Kreis und spielt verrückt. Nun gut, dann beschäftigen... Junge, Merman müsste wirklich mal zum Psychologen. Zweiter Luftballon müssen wir uns eben mit wem anderen schaffen. Wir werden in jeder Hinsicht klar gewinnen. Was labern die? Alles Gute zum Geburtstag, Marty. Danke, Glow. Hör mal, Schwester, wollen wir rennen oder den ganzen Tag lang meditieren? Sie wollen um die Wette rennen gegen dich? Ich weiß. Wissen Sie das? Nö. Also sind Sie total? Bis über die Schnäbel. Ihr habt das Zebra gehört. Zeit, dass ihr eure Einsätze auf den Tisch legt. Genau genommen haben wir weder Einsätze noch einen Tisch. Aber wenn du wirklich ein Rennen willst, nehmen wir an. Marty, bist du der Schiedsrichter? Aber klar doch, jetzt dürfen... Auf die Plätze? Gloria. Fertig? Hab ich schon losgesagt? Nein. Ich glaube nicht. Wisst ihr, vergesst es. Das Rennen fällt aus. Los! Das ist zwar nicht sehr damenhaft, aber mit Angriff kannst du andere anrempeln. Ich kann nicht anhalten! Weil mit denen sprintet man einfach richtig durch. Diese Pepperoni machen einen echt Beine! Und man stößt auch andere weg. Wir werden den Sieg davon tragen. Außerdem noch so etwas ganz Spezielles und das Wichtigste für dich, dieses Rennen niemals gewinnen. Schau, aber gut. So, jetzt bin ich erst dran. Ich hole dich ein! Diese Abkürzung. Aus dem Weg! Die bringst du richtig. Ohne die wäre ich. Hätte ich dieses Rennen noch. Also damals. Deine Gewinnchancen sind minimal. Weil damals kann ich das ja noch nicht. Reinhold! Guck. Deine Vergnügpferdbeine können nicht mit unseren grazilen Stelzen mithalten. Die Stelzen, die brechen doch zusammen bei zu hoher Geschwindigkeit. Mit so viel Dampf könntest du ein paar Heuballen umrennen und eine Abkürzung finden. Na dann, ja, die kenne ich schon. Zack. Du hast verloren, Nebenpferd. Von wegen. Das war nicht mal knapp. Okay, vielleicht war es doch knapp. Aber trotzdem hast du es diesen Spatzenhirn gezeigt. Aber echt hallo. Stark, Glow. Ja, klar. Sieht aus, als hätte ich hier nichts mehr zu tun. Jo, ich werde mich wohl wieder an den Rand trollen. Ach, oh. Marty, nimm's nicht so schwer. Kopf hoch, du hast doch heute Geburtstag. Aha, aber ja. Ja! Ups. Ups, das ist lustig. Und hier kann man auch schön treten. Zack, so, und zack. Gut, aber ich würde sagen, von der ersten Folge war es das hier schon. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Der geht immer auf die. Egal. Gut, das war's auch schon. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video und adios, amigos.